Endlich Urlaubszeit. Wir als Familie fahren demnächst für eine Woche nach Dänemark. Die Ansprüche oder Vorstellungen, wie man so eine Woche rumkriegt, sind sehr unterschiedlich. Die Kleinen würden am liebsten den ganzen Tag in der Ostsee planschen, die Großen gerne chillen, meine Frau geht bummeln oder liest ein Buch am Strand und ich habe oft Hummeln im Hintern und möchte mir vieles angucken. Wenn ich in einer neuen Ecke bin, dann bin ich total neugierig. Den anderen geht das manchmal ein bisschen auf den Keks und die sagen dann, Papa, bleib mal locker, chill mal, sei mal ruhig, müssen wir schon wieder los. Da gibt es schon die eine oder andere Diskussion, aber unterm Strich kriegen wir eine ganz gute Mischung hin, so dass jeder zu seinem Recht kommt und es wird eine bunte Woche. Darauf freue ich mich. So oder so, chillen oder Unternehmungen, Urlaubszeit ist eine Zeit, Abstand zu gewinnen, auszusteigen aus dem Hamsterrad. Hamsterrad Kita, Hamsterrad Schule, Hamsterrad Beruf, Hamsterrad Alltag. Neue Dinge sehen können. Und viele Menschen nehmen viel auf sich, investieren viel, um Neues zu sehen. Da wird Geld investiert für eine teure Flugreise oder mit dem Kreuzfahrtschiff. Man investiert Zeit, um mit dem Auto ans Ziel zu kommen und Stunden im Stau zu verbringen. Oder man investiert Zeit, um wandernd oder per Fahrrad unterwegs zu sein. Manche investieren auch Kraft, wenn sie Kanu fahren oder wenn sie kraxeln auf Berge, um was Tolles sehen zu können. Etwas Neues sehen und mich neu sehen, das Leben neu sehen, darum kann es im Urlaub gehen, finde ich. In der Bibel wird auch von einem berichtet, der gerne etwas Neues sehen möchte oder besser jemand Neuen sehen. In Lukas 19 heißt es vom Zolleinnehmer Zachäus, er war reich und er begehrte nicht eine eigene Yacht oder ein Wohnmobil oder eine teure Flugreise, sondern er begehrte Jesus zu sehen. Warum das? Zachäus wohnte in der Stadt Jericho und war ein durch und durch korrupter Verwaltungsbeamter, der aus der wirtschaftlichen Not des kleinen Mannes, des normalen Volkes, sein eigenes Kapital schlug. Oberer der Zöllner, so hat Martin Luther seine Berufsbezeichnung übersetzt. Und das bedeutet Abzocke und Erpressung durch überhöhte Steuern. Das gehörte dazu. Das war sozusagen sein Handwerkszeug. Er hatte materiell gesehen alles. Aber was er nicht hatte, war Anerkennung, Freundschaft, Respekt, Wertschätzung. Zachäus merkt, da muss es mehr geben als das, was meinen Geldbeutel füllt. Was füllt meine Seele, meinen Hunger nach Leben? Das war seine Frage. Und irgendwie hatte er die Ahnung, dass das was mit Jesus zu tun haben könnte. Eines Tages kommt Jesus in die Stadt. Das Volk ist in Aufruhr, alle wollen Jesus sehen. Das bekommt Zachäus mit und er klettert auf einen Baum. Dort hat er die Übersicht, so ein bisschen versteckt, hat Ruhe. Das löst irgendwas in ihm aus, dass dieser Jesus kommt. Er begehrte, Jesus zu sehen. Irgendetwas ließ ihn da nicht mehr los. Und dann sitzt er da auf diesem Baum und plötzlich wird er nicht nur gesehen von Jesus, sondern auch angesprochen. Zachäus, komm runter. Ich möchte bei dir zu Gast sein, sagt Jesus. Jesus geht nicht mit ihm hart ins Gericht, wie mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, sondern er sieht hinter dem Zolleinnehmer den Menschen Zachäus, den Menschen mit seinen Sehnsüchten und Fragen, mit seinen Bedürfnissen und Ängsten. Ich denke mir, Urlaubszeit kann so ähnlich sein wie dieser Zachäusbaum. Ein Ausstiegsort aus dem Alltag, an dem ich anders und neu sehe. Nicht nur äußerlich Neues sehen, neue Burgen und Schlösser, Landschaften oder was auch immer, sondern sich den tiefen, den wahren Fragen meines Lebens stellen.
neu hinsehen, auf mich selbst, auf Gott. Und dann merken, was ich im Alltag oft auch übersehe. Gott sieht mich. Er sieht mich schon längst. Er möchte mit mir durchs Leben gehen. So wie Zachäus auf dem Baum plötzlich seinen Namen hört, wenn Jesus ihn ruft. Hey Zachäus, komm runter. Ich möchte bei dir sein. Ich möchte mit dir sein. Das wünsche ich uns in diesen Wochen, dass wir die Gelegenheit haben und auch nutzen, anders hinzusehen. Und dann auch zu merken, dass wir gesehen werden von Gott. Der sieht mich. Der sieht mich auch anders, als ich mich selbst sehe. Anders, als mich vielleicht auch andere sehen. In Gottes liebenden und rufenden Blick, in Jesu Nähe, kann ich mein Leben neu betrachten. Ich wünsche uns allen eine gesegnete Urlaubszeit.